So, willkommen zurück zu Let's Play Sims 4. Gewohnte Probleme hier wieder direkt am Anfang. So, jetzt klappt's wieder. Also wer auch diese Probleme hat mit den Zeitumstellungen, drückt einmal auf P und beziehungsweise zweimal. Und hä? Wieso kann ich nicht? Irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Steuerung ist nicht so, wie ich sie haben möchte. Also, ja, ist das eklig, wenn die Steuerung irgendwie anders ist. Gab es ein Update? Ja, wer es gewohnt ist, die Sims 3-Steuerung, dass man hier mit dem Mausrad immer schön alles die Perspektive ändern kann und mit der rechten Taste praktisch scrollt, der sollte das in den Optionen unter der Kamera- und Steuerungsbelegung einfach auf Sims 3 zurückstellen. Warum das jetzt umgestellt war, weiß ich nicht. Wie geht's Sophie? Gut. Marcel geht's gut. Wie sieht's mit den Hausaufgaben aus? Wo ist dein Hausaufgabenheft, Junge? Da. Aha, wieder nicht gemacht. Na, jetzt wird's aber Zeit, ne? Marina ist völlig geschafft, da. Ja? Marina Völl ist völlig geschafft. Oh Gott, das Baby schreit. Bist du imstande aufzustehen? Ja. Windeln wechseln, füttern. So, und jetzt hier nicht immer so freizügig, ne? Ich habe es in den letzten Parts schon mal angemerkt und ich wurde auch den Part davor schon darauf hingewiesen, dass Marina sich gefälligst mal was anziehen soll. Da, Alltagskleidung. Jetzt zieh dich mal an. Ich habe doch gerade die. Oh ja, ich habe die sauberen Windeln gewechselt und dann. Hallo? Wo willst du hin? Duschen. Du musst aber eigentlich aufs Klo. Kümmer du dich mal um dein Kind. Ist auch deins. Und was anziehen kannst du dir auch mal. So, was ist los hier? Er hat alles soweit. Muss aber erst um 9 arbeiten. Sie braucht aber noch einen Freund. Hat heute auch nicht frei. Aber sie hat eh nicht genügend Leistung, dass man sagen könnte. Hier, du, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Du wirst jetzt mein Freund. Bleibst du? Bleibst du? Da! Geburtstagseinladung. Alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der Marcel nicht eingeladen ist. Bisher hatte er eigentlich gedacht, dass Gela was? Das Gastgeber? Der Gastgeber. Wäre sein Freund. Warum hat er also keine Einladung bekommen? Soll er seinen Freund fragen oder nicht? Freund fragen. Nun ja, das ist nicht besonders gut gelaufen. Marcel hat nur ein Kopfschütteln zur Antwort bekommen und jetzt geht sein Freund ihm aus dem Weg. Ach egal, wer braucht schon einen Freund wie diesen? Ja, das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Hat schon wieder die Hausaufgaben zu Hause liegen lassen. Keine Ahnung, inwiefern die jetzt erledigt sind, weil ich kann es ja nicht. Oder? Doch, ich habe ihn jetzt an ausgewählt. Oh, scheiße. Jetzt hat er die gemacht und nicht dabei. Das ist echt ärgerlich. Wieso schmeißt er die denn immer neben den Tisch? Okay. Was ist der denn für ein Hemd an? Oh, das Hemd hat von Natur aus Streifen, okay. Da ist auch nichts los. Boah, Marina, du musst mal ein bisschen Sport machen. Mit dem bist du schon befreundet. Du musst dir echt einen neuen Freund suchen. Da, nimm den einfach. Halt, stopp. Du. Freundlich vorstellen. Nee, lustig vorstellen. Lustig vorstellen kommt immer gut an. So, beeil dich mal. Kompliment machen. Lustige Geschichte erzählen. Swarspakatsuni. Bratza Skansis. Venosa Botanae.
Ja, Floortree. Larkin, Moosh. Spielestrategien? Vielleicht sollte ich ihn erstmal kennenlernen. Bekannter Nachbar. Nachbar ist immer gut, wenn die in derselben Gegend wohnen. Na? Oh, er ist irgendwie peinlich berührt, habe ich das Gefühl. Er ist beschämt, pinwandvoll. Er ist ein Chaot, okay, und schämt sich dafür? Kreativ. Habe ich irgendwas, womit ich... Unfug. Nee. Lustig. Das ist halbwegs kreativ, glaube ich. Ich würde gerne noch mehr über ihn erfahren. Dann halt nicht. Marina zieht wieder ab. Was ist los? Müde, okay, und angespannt. Okay, Sophie, alles klar. Hätte ich nicht gedacht, dass wenn wir außer Haus sind, dass es Sophie so gut geht, dann... Naja, dann tu erstmal, was du nicht lassen kannst. Ich will mal gucken, ob sie beim Nickerchen auch relativ viel... Da stellt sie halt nicht so viel Energie her, wie wenn sie schläft. Da will jemand Beschäftigung oder was zu essen. Kommen die Kleinkinder nicht mehr um 13 Uhr von der Schule? Ich meine, bei Sims 3, wie war das denn? Da kamen da die Kleinen um 13 und die Großen um 15 oder umgekehrt? Hau dich erstmal aufs Ohr, bevor du irgendwas anderes anfängst. Wahrscheinlich wird Sophie eh gleich wieder losbrüllen. Zwecks voller Windel. Ah, Marcel ist fertig. Ja, du hast deine Hausaufgaben zu daheim liegen lassen. Das hast du neue aufgekriegt, ne? Boah, dem geht's echt scheiße. Ja, natürlich hat Sophie sich jetzt in die Windeln gemacht. Aufstehen, Mutti. So, was geht mit dir? Mit dem Schmutz? Was für ein Schmutz? Ist doch sauber da. Ja, der Garten sieht scheiße aus, ne? Puh. Nimm mal eine erfrischende Dusche. Vielleicht geht's dir dann ja besser. Oh. Das ist auch noch traurig. Ja, weil er einen Freund verloren hat. Okay, dann hol dich mal eine Runde aus. Und dann setzt du dich aber in die Hausaufgaben, ne? Das geht sonst nicht. Okay, sie kann keine Interaktion mit dem weinenden Kind ausführen. Bisschen arm. Hier. Direkt hier reparieren. Und dann kannst du auch duschen gehen. Stinkst ein bisschen. Wie er sich mit Klamotten in die nasse Dusche stellt. Phänomenal. Hallo, arbeiten? Schon mal dran gedacht? Scheiß auf Mutterschutz und so? So müde bist du noch gar nicht. Du kannst Hausaufgaben machen. Und schmeiß nicht wieder neben, neben den Schreibtisch. Sonst kriegen wir beide ein Problem, ja? Oh. Herausfordern. Oh mein Gott, ich hab's vermasselt. Leistungsverschlechterung. Mist. Ah, kümmere dich mal um das Kind. Dann kannst du dich immer noch hinlegen. Obwohl, dann kannst du dich auch gleich komplett schlafen legen, weil, es ist schon spät.
Wann kommst du denn nach Hause, Marina? 23 Uhr, ach hey. Wie sieht's bei dir aus? Hausaufgaben fertig und nicht neben den Tisch geschmissen. Ich bin stolz auf dich, Marcel. Richtig stolz. Spül das doch mal runter, bevor du da reinmachst. Wenn Leute nicht abdrücken können, ne, am Klo, das ist... Boah, warum? Einmal noch duschen oder frisch geduscht ab ins Bett. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, abends zu duschen. Weil ich dann immer so die Befürchtung habe, so toll, dann bin ich wieder hellwach und kann nicht einschlafen. Aber andererseits, manchmal sagt mir der Kreislauf auch weg, wenn ich zum Beispiel bade und dann kann man immer sehr, sehr gut schlafen. So, und du kannst dich auch gleich in die Koje hauen. So, der Freitag war ja relativ, naja. Was ist denn eigentlich mit ihm? Hätte er nicht eine. Er hat eine Beförderung bekommen. Sehr schön. Maurice hat seine Beförderung. 3 Plugins auf dem Computer programmieren. Damit kann er gleich starten. Am Samstag. Oh, Sophie hat auch noch Geburtstag. Also zuallererst. Ja, das brauchen wir jetzt erstmal nicht reparieren. Ja, Klo und. Nachdenklich duschen? Inspiration? Nee, wir brauchen keine Inspiration. So, und dann Frühstück servieren, Eier und Toast, während die Mami sich um das Baby kümmert. Oh nee, hier, komm, geh da weg, du kannst eh nichts machen. Ich hasse das, ne, wenn die Kleinen sich da vorstellen, die ja selber gar keine richtige Interaktion damit mit dem Baby machen können. Shit. Fuck, oh Gott, er brennt. Brennt er? Ja, er brennt. Lösch ihn! Und jetzt lösch den Brand! Oh mein Gott! Oh. Ach du Scheiße. Das hätte schon, Komm wieder zurück nach Hause, Marcel. Nicht weglaufen. Papi ist noch ein bisschen schwarz geworden. Kein Grund zur Panik. So. Oh, das Baby schreit schon wieder. Ich hab dich doch erst gefüttert und liebkost. Und ist er bald fertig mit Duschen? Dann kann er mal einen Brunch servieren. Ja, okay. Oder er serviert ihn, während er ziemlich schwarz ist. Hat Sophie jetzt mal langsam ihren Geburtstag? Boah, Marina, sie könnte Feuerwehrfrau werden. Das war richtig heftig gerade. Es kommt ja auch keine Feuerwehr mehr, selbst wenn man ja einen Feuermelder hat. Feuerwehr? Was ist das? Kenne ich nicht. So. Ah, er soll erstmal machen, was er möchte. Ja, in der einen Hand Spielzeug, in der anderen das Buch. Wow. Hervorragend. Er ist jetzt wieder ziemlich beisammen. Also so spaßtechnisch. Oh, Sophie hat aber heute auch einen Stoffwechsel. Vom Allerfeinsten, ne? So, jetzt könntest du aber auch mal was essen. Was ist denn mit dir? Du sollst doch zocken. Du sollst zocken, habe ich gesagt. So. Okay. Gut, dann kümmern wir uns im nächsten Part darum, dass Maurice seine Beförderung bekommt. Wir kümmern uns darum, dass Marina ihre Beförderung bekommt und Sophie wird... dann auch ihren Geburtstag endlich erleben und zu einem Kind werden. Also, bis zum nächsten Mal.